Hallo und herzlich willkommen, liebe Löwen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Botschaft hier auf meinem Kanal. Das geht hier um das Wochenupdate, die Wochenbotschaft, das Wochenorakel für die Woche vom 9.9. bis 15.9. Wir schauen rein von Montag bis Sonntag. Was erwartet dich? Welches Potenzial ergibt sich? Was ist hier los? Woran darfst du dich festhalten? Was darfst du vielleicht auch loslassen? Machst du schön, machst du bequem? Mein Name ist Janina und ich schaue hier für alle Löwegeborene, entweder Löwe in der Sonne, den Aszendenten, die Venus oder den Mond. Mach's dir gemütlich, mach's dir schön. Alle meine Decks, meine Karten, die ich hier heute benutze, verlinke ich dir unterhalb des Videos. Wenn du also Interesse hast, genauso wie meine Website, wo du eine persönliche Legung buchen kannst. Okay? In dem Sinne, es geht los. Wir starten mit den astrologischen Orakelkarten von Sandy Citron. Und da wollen wir mal gucken, was hast du für ein Thema, was hast du für eine Aufgabe. Und da fällt sie schon. Selbstwert, Stier, Weisheit. Eine Perle wächst in einer Auster. Da gehen wir gleich drauf ein. Wir machen erstmal weiter mit dem Tarot, um mal so ein bisschen zu schauen, was ist hier so deine Grundstimmung, deine Grundenergie. Und das tun wir mit dem Tarot de la Nuit von, liebe Leute, da muss ich einmal nachschauen, Alexandra von Bach, ich denke eher ja, deutsch, und Carol N. Ishanasi. Okay, wir gehen rein. Eine Bewusstseinsenergie von den Löwen. Vielen Dank. Upsala. Da haben wir die 5 der Stäbe. Die 4 der Stäbe, Entschuldigung. Die 4 der Stäbe, das ist schön. Das ist so ein Grund, rauszugehen, zu feiern. Man hat so eine leichte, so eine schwungvolle Energie, wo man wirklich sagt, hey, mir geht es gut, anderen geht es gut, alles ist in Ordnung. Auch so eine Präsenz im Außen, ne? So eine Präsenz, die man hier zeigt, die dann ja, auch als sehr selbstsicher und selbstbewusst wahrgenommen wird von deinem Umfeld. Sehr schön, sehr stark. Legen wir erstmal beiseite. Das Tarot brauchen wir natürlich gleich nochmal. Außerdem eine Karte aus dem Orakeldeck. Die Magie der Einhörner, das Orakel von Diana Cooper. Ein Einhorn für die Löwen, bitteschön. Ein Einhorn für die Löwen. Vielen Dank. Violette Flamme. Rufe die kosmische diamantviolette Flamme herbei. Verwandle alles, was nicht Liebe ist. Okay? Vielen Dank und sehr schön. Das brauchen wir noch nicht. Nö, gehen wir jetzt einmal von links nach rechts in die Deutung. Und da haben wir hier den Selbstwert. Sternzeichen Stier, Weisheit. Eine Perle wächst in einer Auster. Du bist es wert. Es gibt nichts, was du verdienen, erreichen, leisten oder erhalten musst, damit diese Aussage wahr wird. Sage jeden Tag etwas Nettes zu dir selbst, um nicht zu vergessen, dass du die Perle in der Auster bist. Bei irgendeinem Wasserzeichen hatten wir das. Ich weiß gerade nicht, war das der Krebs? Also irgendwie hier auch Elemente Wasser. Vielleicht hast du sogar auch ne, Krebs, Skorpion oder Fisch bei dir im Horoskop. Dann wäre das jetzt eine doppelte Bestätigung an der Stelle. Oder du hast es mit einem dieser Sternzeichen zu tun. Das kann natürlich auch sein. Aber da hatten wir auf jeden Fall auch die Karte. Thema Selbstwert. Ja, genau. Wir müssen nichts tun, nichts erreichen und nichts in irgendeiner Form darstellen, damit uns jemand sagt, du bist toll, du bist super, du bist großartig. Nein, wir dürfen einfach nur sein, um genau das zu sein. Einfach nur existieren, einfach nur mit uns im Einklang sein. Okay, also hier, Thema Selbstwert. Ne? Sei es dir selbst wert. Sei es dir selbst wert, gut behandelt zu werden, aber natürlich auch ganz wichtig, ne? Das Leben hält uns immer den Spiegel vor. Das heißt, gebe selber natürlich auch das Zeichen, ne? Die Positivität und das, was du an Energien zurückerhalten möchtest. Die 4 der Stäbe habe ich gerade schon angekündigt. Ne? Das ist so eine Selbstsicherheit, so ein selbstsicheres Auftreten. Und ich betone jetzt mal selbstsicher, weil die Stäbe stehen ja auch für unser Auftreten, für unsere Leidenschaft. Und die Nummer 4 ist die Zahl der Sicherheit, der Stabilität im Tarot. Das heißt, hier kriege ich wirklich eine enorme Präsenz von dir selber rein. Eine enorme Präsenz, ein
ein Auftreten, wo man wirklich sagt, hey, hier ist wirklich, hier ist einiges los, ne? Also um dich könnte es auch so ein bisschen rumschillern. Vielleicht haben einige von euch auch irgendwie eine Feier vor sich, ne? Wo man entsprechend auftritt, wo man zueinander kommt. Vielleicht gibt es hier aber auch eine ganz bestimmte Begegnung nächste Woche, in der Woche, von der wir hier sprechen, wo eben dieses selbstsichere Auftreten und das Thema Selbstwert eine große Rolle spielen wird. Die 26 bei den Einhörnern. Violette Flamme, rufe die kosmische Diamant-violette Flamme herbei. Verwandle alles, was nicht Liebe ist. 26 limitiert sich zur 8. Die 8 ist die Kraftkarte und die Kraftkarte ist deine Karte, lieber Löwe. Bei der Kraftkarte geht es um Selbstsicherheit, um Mut und Stärke, die aus dem Innehalten deiner selbst resoniert. Also wenn du Ruhe bewahrst, wenn du alles, was nicht Liebe ist, verwandelst, dann erhältst du diese Sicherheit, diese Stärke und eben auch diese Anerkennung, ohne etwas dafür leisten zu müssen. Na, aber hier, verwandle alles, was nicht Liebe ist, auch in dir selbst. Also auch deine Glaubenssätze darfst du dir nochmal anschauen. Auch bei dir nochmal reingucken und wirklich für dich und bei dir bleiben in allem, was es nun hier zu beachten gilt. Ne? Also immer, ob das jetzt bei der Arbeit ist, im Privaten, bei deinen Freundschaften, in der Beziehung, bleibe bei dir. Ne? Und sprich auch aus der Liebe heraus. Ganz wichtig. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Energien, Montag bis Sonntag. Tagesenergien können für dich taggenau zutreffen, können aber tatsächlich für dich auch einfach nur ein Symbol sein. Das heißt, wenn wir hier jetzt starten, in dem Falle starten wir mit der Königin der Münzen, ne? Und wenn wir jetzt zum Ende der Woche zum Beispiel die Königin der Kelche haben, könnte das auch ein Ablauf sein, dass du vom weltlichen Sein, von gesellschaftlicher Anerkennung in dein Gefühl, in deine Spiritualität kommst und rutscht. Okay. Achso, eigentlich hatten wir ja schon, ne? Hier, zweiter Tag der Woche, da haben wir das Ass der Kelche. Mittwoch haben wir den Herrscher. Donnerstag haben wir das Ass der Stäbe. Freitag haben wir die 4 der Schwerter. Samstag haben wir die 4 der Kelche. Und am Sonntag haben wir dann schlussendlich die Königin der Schwerter. Also sehr gemischt, ne? Finde ich aber spannend. Wir starten mit einer Königin, wie ich es ja gerade irgendwie auch schon meinte. Und es endet hier mit einer Königin. Nicht mit der Königin der Kelche, aber mit der Königin der Schwerter. Ne? Was das bedeutet, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Unterm Deck ist die Energie, mit der du die Woche tendenziell verlässt. Und das ist hier in dem Falle der Page der Münzen. Der Page der Münzen, der bietet dir Neuanfänge, neue Sicherheit, Angebote, Möglichkeiten und Chancen im Weltlichen. Das kann eine Chance auf Verbindlichkeit mit einer Person sein oder ein neuer Job, ein neuer Wohnsitz, ne? All sowas. Das sind Chancen, die im Weltlichen greifbar und sichtbar sind. Und mit dieser Chance, mit dem Gefühl dieser Chance, mit diesem Gedanken, etwas Neues in deinem Leben zu integrieren, verlässt du dann schlussendlich diese Woche oder hast eben das Potenzial, die Woche so zu verlassen. Wir klären mit dem Florales Lenormand von Chrysandra die Tagesenergien ab. Die Königin der Münzen, ne, steht für Stabilität, für alles Weltliche, für Wachstum. Dazu ist der Stern gefallen. Der Stern schenkt dir Klarheit und Gewissheit. Das ist Klarheit für mich, angekommen zu sein. Ne? Dir wird klar, dass du angekommen bist, dass sich hier bei dir etwas integrieren darf, dass bei dir etwas in die Stabilisierung, in eine Verbindlichkeit kommt. Ne, das kann die Anerkennung sein für deine Arbeit, für dein Sein. Vielleicht hast du es hier auch tatsächlich, vielleicht agierst du hier auch sehr beratend im Weltlichen. Ne, man ist auf dich in der Form zugekommen und fragt dich, ey, wie soll ich mein Geld anlegen? Oder wie soll ich mich beruflich orientieren? Hast du da mal eine Tendenz? Ich kriege dich hier auf jeden Fall als ratgebende Person ein, die mit dem Stern den absoluten Durchblick hat. Am zweiten Tag der Woche das Ass der Kelche. Das Ass der Kelche ist das Ass auf große Gefühle. Ne? Vielleicht begegnest du hier jemanden, der ein Gefühl in dir auslöst, wo du vielleicht wirklich, ich kriege richtig flatterige Knie rein. Also irgendwie so Begegnungen auf
intensivster Herzebene. Und dazu kommen die Fische. Die Fische, ja, die Fische ist eben auch, die Gefühle sind im Fluss, die Gefühle fließen. Also hier kriege ich wirklich so eine Begegnung, eine Nachricht, irgendwas, was hier reinkommen kann, was dir wirklich die Chance und die Möglichkeit verleiht, Gefühle und Liebe zu fühlen. Also hier kriege ich die Fische. Ja, kann natürlich auch bei einem kleinen Teil von euch sein, dass das hier die Chance ist, finanziell mit einem Herzensprojekt gut dazustehen, ne, mit einer Herzensarbeit, dass man nun sagt, okay, ich verdiene damit richtig gut Geld. Das ist aber eher der kleine Teil. Ich bekomme bei den meisten tatsächlich wirklich diesen Fluss von Emotionen und Gefühlen rein. Mitte der Woche, da haben wir den Herrscher. Der Herrscher schaut hier interessanterweise zum Ast der Kelche, ist für mich auch nicht zu verachten. Der Herrscher selber sorgt für Ordnung und Struktur, ist hier sehr verantwortungsbewusst. Vielleicht hast du es mit so einer Person zu tun. Hinweis hier auch auf das Sternzeichen Widder. Oder du bist selber in dieser Energie und schaust zum Ast der Kelche. Man versucht hier jetzt Ordnung reinzubringen oder hast es hier sogar auf emotionaler Ebene mit entweder wirklich Sternzeichen Widder zu tun oder mit jemandem, der ein relativ dominantes Auftreten hat. Jemand, der sehr, sehr selbstsicher, sehr bewusst und klar äußert, was er will. Also du könntest es hier wirklich mit deinem Herrscher zu tun haben. Eine sehr autoritäre, verantwortungsbewusste Person, die möglicherweise mit der Schlange aber noch gebunden ist. Also hier könntest du es mit einer liierten Person zu tun haben, ne, weil der Herrscher guckt ja klar zum Ast der Kelche, der guckt nicht runter zur Schlange. Ne, das heißt, hier gibt es irgendwie noch Verstrickungen und dazu ist auch das Haus gefallen. Ne, das Haus ist hier auch. Ne, man hat hier irgendwie ein sicheres, ein stabiles, einen stabilen Hintergrund, familiäres Leben. Also vielleicht ist das sogar jemand wirklich mit Familie. Aber diese Person hat hier für euch was über. Da gibt es irgendwie ein Thema. Donnerstag haben wir das Ass der Stäbe. Das Ass der Stäbe, das bist du. Das Ass, ne? Also das bist du in Anführungszeichen. Stabenergie, das bist du. Und mit dem Ass der Stäbe kriege ich einen Energieschub rein. Du könntest sogar hier, weil auch hier wieder der Blick in Richtung Herrscher geht, dass du so ein bisschen diesen Ego-Push nimmst, ne? Diese Anerkennung, diese Bekundung von dem Herrscher dir gegenüber, dass dich das einfach motiviert, dass dich das motiviert und dass du hier sehr energiegeladen in den Tag starten kannst. So, auch hier eine Energiebitte, die Eule. Die Eule ist die Weisheit. Ne? Hier ist also eine gewisse Weisheit, ein gewisses Wissen, was dich hier jetzt sehr energiegeladen, sehr selbstsicher und sehr leidenschaftlich den Tag die Energien erleben lässt. Also ich kriege dich einfach wahnsinnig auf der einen Seite motiviert und impulsiv, aber mit der Eule auch wieder bodenständig. Also du bist sehr, sehr erdgehaftet, sehr, sehr bodenbehaftet. Du, also da, nur weil du voller Leidenschaft hier sprühst, bist du trotzdem verbindlich. Ne? So die Eule gibt dir so diese Weisheit mit, trotzdem den Rahmen nicht zu sprengen, sondern immer noch dein Umfeld auch im Blick zu behalten. Freitag, die Vier der Schwerter, liebe Leute. Da geht es um den Rückzug, um die Heilung von unseren Gedanken und Worten und Glaubenssätzen. Also hier stabilisiert sich etwas. Du könntest dich an dem Tag aber vielleicht auch mental so ein bisschen angeschlagen fühlen. Ne, brauchst vielleicht viel Zeit für dich und Ruhe. Ne, der Ausgleich, das ist hier so ein bisschen das Stichwort. Die Karte ist gefallen, der Ausgleich Nummer 2. Nummer 2 ist der Hinweis auf die Hohe Priesterin. Und bei der Hohe Priesterin geht es um das Bauchgefühl, um die Intuition. Also, dass du hier intuitiv dich so ein bisschen zurückziehst und vielleicht auch das ein oder andere heilende Gespräch führst mit Menschen, denen du eben vertraust. Aber ich kriege dich hier nicht so energisch und draufgängerisch wie noch die Tage zuvor rein, sondern sehr, sehr bei dir. Dazu so ein bisschen Hintergrundinfo: haben wir den Sarg, haben wir das Schiff und haben wir die Sense. Hier könnte jemand oder etwas, was du eigentlich schon als beendet erklärt hattest mit dem Sarg, eine Verbindung, könnte vor Sehnsucht jetzt wieder in deine Richtung gelangen. Und das Ganze mit der Sense kriege ich sehr plötzlich rein. Ne? Und das musst du vielleicht hier auch erstmal mental so ein bisschen verarbeiten, dass hier wirklich möglicherweise jemand in dein Leben zurückkehren möchte.
Samstag die 4 der Kelche. Das ist so eine emotionale Distanz. Man ist so ein bisschen reserviert. Da ist mir ein Kärtchen runtergefallen. Ich schaue mir das mal eben an. Das ist, hat sich auch gezeigt, und das ist das Buch. Und das Buch steht natürlich auch für neues Wissen. Und ich habe das Gefühl, du erfährst etwas, du bekommst neue Informationen und verarbeitest diese erstmal relativ sachlich, ne? Also emotionalisierst dieses neue Wissen nicht, sondern bleibst sehr bei dir, bleibst sehr informativ in dem Moment. Sonntag, der letzte Tag der Woche oder auch zum Abschluss der Woche, haben wir dann die Königin der Schwerter. Die steht für klare Aussprache, für ihre Wahrheit, die steht für sich und das, was sie denkt, was sie will, ein. Die Königin der Schwerter kann deine Energie sein. Du kannst es aber auch mit einer Person haben, die diese Energie verkörpert. Oh, guck mal, wir haben hier die Blumen, ne? Das könnte also eher für, auch für eine Person, für eine Freundin sprechen, die dir nun hier die dir Wahrheit ausspricht, aber das sehr liebevoll tut. Oh, jetzt bohren die Nachbarn, wie schön, das wäre sehr passend. Das Ganze aber sehr liebevoll tut. Das heißt, sie ist für eine Königin der Schwerter, muss man klar sagen, äußerst sensibel dabei. Vielleicht sogar fast schon überschwänglich, dass sie dir einfach mal sagt, was du für ein toller Mensch bist. Die Blumen können aber auch einfach für eine reguläre Einladung stehen, dass du eine Einladung bekommst von jemandem, der sehr ehrlich, sehr klar und sehr direkt ist. Okay? Ja, das waren die Energien für die Woche, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn du magst, lass mir doch gerne einen Kommentar unter dem Video. Mach das Video, mach diese Botschaft groß. Es reicht ein Emoji, welches du mit dieser Legung verbindest. Da würde ich mich sehr freuen. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Das wissen diejenigen, die schon kommentiert haben, auf jeden Fall. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal schon wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, alles Gute, deine, eure Janina. Tschüssi.